Ja, hallöle Freunde der guten Laune, der besten Unterhaltung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge hier bei Sebas auf der wunderschönen Ludwigshafener Map mit der Linie 578, die ja ein schönes Update erhalten bekommen hat, nämlich eine Kartenerweiterung. Die Hintour haben wir uns schon mal angeguckt, jetzt fahren wir einfach mal ein Stück zurück, denn Pascal hat mir geschrieben, hey, wann fährst du eigentlich mal mit der Linie wieder zurück, denn wir haben noch einige Abschnitte, die kennen wir noch gar nicht und das wollte ich so ein bisschen als Überraschung für euch frei halten. Bevor wir loslegen, denkt bitte daran, guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da sind ein paar Links veröffentlicht, schaut gerne mal vorbei, lasst ganz viel Liebe da, einmal hier bei dem wunderschönen Ludwigshafener Map-Mod und natürlich beim guten Pascal als Kürmes. Ich denke, Pascal, weißt du was, ein cooler Name wäre für dich eigentlich auch Kürmes-King. Ab sofort bist du für mich der Kürmes-King. Schaut da gerne mal vorbei. Und eine Sache noch, das wurde ich bei Instagram, glaube ich, gefragt, warum die Berliner Map nicht immer funktioniert. Aktuell, womöglich, liegt es so ein bisschen daran, dass wir natürlich das Update 2.5 erhalten haben, die Modder ihre Mods erstmal aktualisieren müssen, damit es überhaupt läuft. Wenn ihr Mods aktiviert habt und die wurden euch aktualisiert, also sind quasi veraltet, kann es dazu führen, dass das Spiel abstürzt. Müsst ihr euch mal probieren. Was auch sein kann, ist, dass Berlin vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert, wenn ihr die anderen Map-Mods aktiviert habt und obwohl diese aktualisiert worden sind, könnte es womöglich auch so einen Absturz auf der Berliner Map abstürzen. So, legen wir einfach mal los. Wir sind hier mit dem wunderschönen VDL Extra Large unterwegs und dann nicken jetzt einfach mal. Und ja, dann machen wir uns einen richtig schönen gemütlichen. Wir aktivieren mal hier fix alles. Zack. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen verquatscht hier. So. Einmal Start. 2, 0, 1, 3. Enter. Ich sollte mir auf alle Fälle den McDonald's angucken, weil hier ist auch wieder ein McDonald's unterwegs. Den werde ich mir mal angucken. Und dann können wir uns auch was Leckeres zum Essen holen. Ich habe mir letztens, ey, ich versuche ja mittlerweile nicht mehr allzu viel bei McDonald's zu holen. Ich bin ganz ehrlich. Hallo. Hallöle. Hi. Hi. Kann ich bitte ein Ticket haben? Bitte. Was? Wo? Was? Wo seid ihr? Okay, gut. Ihr wollt kein Ticket? Dann kriegt ihr auch kein Ticket. Ich bin manchmal so, dass ich in der Nachtschicht mir ganz gerne was bei McDonald's bestelle, weil ich tagsüber dann, wenn ich dann aufstehe oder morgens gar nichts esse und dann will ich was zum Abendbrot haben. Ja, macht man nicht. Ey, ich habe letztens den McFlurry gegessen, den mit Schoko-Eis, Schokostückchen und Schokosoße. Der ist so geil. Der Oreo-McFlurry, genau. Ey, ist der geil. Jetzt habe ich voll Bock darauf. Gut, wir müssen jetzt einmal drehen. Ganz kurz nochmal zum Verständnis, das ist halt die Map. Wir müssen einmal hier drehen und fahren hier entlang. Wir werden mal gucken, ob wir auch hier verkehren können, weil, wie gesagt, wir wollen uns die Map ja so ein wenig angucken. Also legen wir los. Mein Roller, der hier gerade eben bei der letzten Folge lag, der lag da leider nicht mehr. Schade aber auch. Na gut, müsst halt einfach damit aushalten. Ich habe in der letzten Folge schon so ein bisschen geschmult. Da vorne geht es ein bisschen weiter. Da sind ein paar lustige Easter Eggs dabei. Ganz kurz oder mal kleine Randnotiz. Hier auch die Gleisen wurden komplett überarbeitet. Das sieht jetzt so aus wie bei TML. Hier mit den Stromleitungen oben. Und ja, guck mal hier. Auch ganz cool. Hier haben wir halt eine Haltestelle. Na, schon cool gemacht, oder? Ey, wenn irgendwann mal die Straßenbahn hier fahren sollten, das wäre ein kleines Träumchen. Ach ja, schöne Grüße gehen raus sowieso an Pascal. Herzlichen Glückwunsch, der ist jetzt ordentlich unterwegs mit seinem Busfahren. Der macht nämlich eine Ausbildung zum Busfahrer. Und sein Ausbilder meinte, der ist aufgrund von Sebas echt gut unterwegs. Also man merkt an, dass er solche Sachen wie Bussimulator bzw. wie Sebas mit dem Lenkrad schon gespielt hat, weil er sehr viel Erfahrung mitbringen kann. Also Hut ab, falls ihr Bock habt, werdet Busfahrer. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz gucken. Ogerstein, Mannheim, Tor, genau. Und es geht hier runter bis, das werden wir wahrscheinlich nicht alles komplett machen. Okay, Limburger Hof. Okidoki. Gut. Hier haben wir die Polizei, ist gerade anscheinend irgendein Einsatz. Wir können uns ja mal ein bisschen hier umgucken. Und hier müssen wir jetzt irgendwo gleich drehen. Ich glaube, ich bin hier voll falsch, oder? Dürfte ich da reinfahren? Ach, ich darf da reinfahren. Hoppala. Was steht da? Einsatzfahrzeuge frei. Ah, okay. Gut. Verstehe. Also dürfen wir hier quasi einmal umdrehen. Ja, schnell hier einmal rum. Okay, aber wir sind jetzt schon mal auf der richtigen Tour. Wir müssen mal kurz mal gucken. Wie gesagt, ich will ja mal einen kleinen Umweg fahren. Ja, den ersten halt müssen wir mitnehmen.
Also, ihr soll irgendwo McDonald's sein. Pascal meinte, ich habe irgendwie nicht ein paar Sachen verpasst. Hier soll irgendwo ein McDonald's sein. Dann können wir uns auch schnell McFlurry holen auf die Schnelle. McDonald's ist einfach gut. Ich bin 34, 35 Jahre alt und wenn ich McDonald's-Zeichen sehe, dann bin ich immer noch voller Vorfreude. Gut, jetzt einmal hier rein. Ich finde ja den VDL, das ist 127er oder so, das ist ja mit einer der knackigsten Busse, weil es halt ein extrem langer Bus ist und das ohne Gelenkvariante. Also da nehmen wir halt sehr viel hinten noch mit, da müssen wir ein bisschen aufpassen. In engeren Passagen kann halt echt ein bisschen kritisch werden. Vorsichtig, langsam voran und dann einmal hier schön rüber. Sehr gut. Warte mal, jetzt ist hier aber irgendwas. Irgendwas ist hier aber jetzt komplett falsch. Irgendwas zeigt er mir jetzt vollkommen falsch an. Mutterstadt Süd, das müsste ja nächste Halt sein, ist ja richtig. Die Navi zeigt mir gerade was ganz Merkwürdiges an. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Warum er mir auch immer Mutterstadt Süd anzeigt, ich weiß es nicht. Stimmt, hier hat, guck mal, jetzt mal so Polizei- und Feuerwehreinsatz, das war auch ganz cool. Oder hat wir jetzt schon gesehen? Nee, das ist doch neu, oder? Alter Falter, ist ja richtig was los. Boah. Aber da ist ordentlich Einsatz wegen ein Auto. Da gehen die Steuergelder hin. Nee, natürlich Spaß beiseite. Also die Jungs und Mädels, ey, hier, ob es so eine Feuerwehr ist, Krankenwagen, Polizei, die geben mir allerbestes. Dann nehmen wir aber noch ein schönes Thumbnail mit. So. Weiter geht's. Das heißt, wenn wir mal hier längs lang fahren, mal gucken, ob wir hier irgendwo vorbeikommen. Oh, ich sehe McDonald's! Ich sehe ein McDonald's! Hahaha! Oh, wir haben sogar Grünphase. Da halten wir gleich mal an. Zückt schon mal eure Bestellung raus, meine Freunde. Wir fahren jetzt gleich in den Drive-In rein. Falls der ein Drive-In hat, hat er bestimmt. Ach, cool. Zwei Chili Cheeseburger, ey, sind echt die besten Burger. Ich kann euch echt nur zwei, also McDonald's ist sowieso schon ein bisschen Müll, aber ich kann euch echt empfehlen, was? Chili Cheeseburger. Probiert die mal aus. Kosten zwar auch 4, 5 Euro. Oh, was ist hinten passiert? Ach, hier geht's unten durch. Ach du Scheiße. Oh. Oh, La Katastrophe hier vorne. La Katastrophe. Oh. Oh, jetzt ist wirklich Katastrophe. Ah. Ich meine, bin ich mal nicht gegen die unsichtbare Mauer gefahren? Ach, das ist wahrscheinlich so eine Unterführung. Oh, mal. Okay. Müsste ja eigentlich gehen, warte mal. Ah, können wir ein bisschen Autobahn mal hier ausnutzen? Die haben wir ja auch so ein bisschen spendiert bekommen. Ja, Hauptsache eng die Kurve. Und voll ausschießen jetzt, zack! Schön! Jetzt ist es wahrscheinlich die 2,5 Kilometer Strecke, die Pascal wahrscheinlich meinte. Ich habe mich nämlich schon gewundert, meinte er denn? Hat er mein Video nicht zu Ende gesehen? Jetzt verstehe ich das erst. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und da vorne ist er. Ach, das goldene Glück. Ich muss auch echt dazu sagen, weil ich habe ja schon erwähnt, ich bin 34, 35 Jahre alt. Also damals war es für uns als Kinder war es wirklich echt ein Erlebnis gewesen, wenn wir dann zu McDonald's gefahren sind.
Okay, ich glaube, hier rein, wa? Hier einmal rein. Da vorne ist, glaube ich, der Drive-In. Oder? Ich muss mal aufpassen. Ja, hier ist Drive-In. Ah. Na Leute, habt ihr auch schon Hunger? Gerne Bestellung aufgeben, ja? Wer gerne möchte, ja? Wer möchte, kann natürlich auch hier einfach Stopp drücken, ja? Wenn ihr irgendwo hin wollt, ja, einfach hier, guck mal, warte mal, wo haben wir hier? Zack, Stopp drücken. Dann halte ich bei der nächsten Halt. Oh, ein bisschen aufrücken. Ich bin aufgeregt. Gleich gibt's Essen. Gleich gibt's... Oh, die Kurve wird eng. Die Kurve wird ein bisschen eng. Schon mal ein bisschen ausholen. Weiß ja nicht, wer diese komischen Pylonen da unten als Kennzeichnung hingepackt hat, aber der ist doch nie mit dem Bus in den Drive-In reingefahren. Bisschen schneller hier, hallo! Na, endlich! Aber allein schon die Tatsache, dass es so funktioniert, schon lustig. Im Endeffekt ist ja in Ordnung. Guck mal, jetzt, der Audi versteht den jetzt einfach mal. Der Audi versteht das ja ganz vorne, der nimmt, sagen wir mal, seine Bestellung an. Davor, jetzt der Mercedes, wo er steht, der gibt die Bestellung gerade erst auf. Ja, man könnte natürlich auch ein bisschen weiterfahren, seinen Job machen, aber ist mir auch egal. So, jetzt geht's weiter. Ja, komm. Der hat eine Riesenbestellung, der Taxifahrer. Ja. So. So. Geil. Aber schade, dass hier kein Drive-In so richtig ist. Aber egal. Zwei Chili Cheeseburger und ein Oreo McFlurry mit Schoko-Eis und Schokotopic. Dankeschön. Ja, ich fahr gleich vor. Oh, bist du schneller hier, komm. So. Dankeschön. Gut. Haben wir uns auch die McDonald's angeguckt? Was ist hier alles auf dem Tisch? Eine Kerze. Ja, wer kennt sich von McDonald's? Ja, jetzt müssen wir uns jetzt versuchen, den Weg hier so ein bisschen zu bahnen. Das wird natürlich jetzt auch lustig. Hier lang. Und ja, wir machen einfach mal den hier. Ganz fix. Ist gerade nämlich frei. Oh, Scheiße! Wash Hour. Ah, wird einspurig. Roll mal hier so ein bisschen an. Alter, ich wäre, glaube ich, so ein beschissener Autofahrer, sag ich euch jetzt schon. Die würden mich alle hassen. Der ist so nett, warte mal, der ist nett. Danke. Ja, Regel Nummer 1, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, guckt immer, wo nette Leute sind und drängelt euch einfach vor. Ja gut, jetzt kommt, die Mutterstadt Süd kommt jetzt nicht, eigentlich kommt Wasserwerke, glaube ich, irgendwie ist mein Navi da jetzt gerade ein bisschen hinüber. Aber da haben wir uns jetzt mal so ein bisschen die Gegend angeguckt, mehr wollte ich auch gar nicht machen. Das war, glaube ich, Pascal wichtig gewesen. Ich fahre natürlich auch nur die Linie lang, wie es mir vorgeschlagen wird. Weil ich will ja halt immerhin ordentlich unterwegs sein. Jetzt ist aber mal die große Frage, Pascal, warum kriegt eigentlich jeder hier eine Baumschule oder ein größeres Gebäude und ich krieg ein Zelt im Wald? Muss man sich mal vorstellen. Oh, Vorsicht! Schön mit 80 Sachen hier lang gebrettert.
Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer. Mann! Das ist eine ordentlich lange Strecke. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum ist da keine Haltestelle dazwischen? Weil es halt original sein soll. Hier wird wahrscheinlich einfach gar nichts sein. Also, es gibt ja immer diese Haltestellen, die sind auch immer aberwitzig. Die Haltestellen kosten ja Geld, muss man sich mal bildlich vorstellen. Oh! Du! Perfekt gehalten! Der kosten solche Haltestellen, die zu errichten und zu erstellen, da muss ja Bauamt, Baugenehmigung, da muss ein Architekt ran, die Börbe kommt und setzt den ersten Spatenstich. Da ist so eine Haltestelle usteuer und dann wird diese Haltestelle eigentlich nur dann verwendet, wenn irgendwelche, ich sag jetzt mal, Jugendlichen, so wie wir es damals waren, durch die Gegend laufen und irgendwelche Sachen entdecken, die sie gar nicht entdecken dürfen, auf irgendwelchen, ruinartigen Industriegebieten dann sich herumlümmeln und herumtümmeln. Und dann ist so eine Haltestelle irgendwo am Arsch der Welt und dann werden die nur dann von den Leuten benutzt und einmal in 20 Jahren. Das ist schon, die Haltestellen gibt es wirklich. Hier ist es wahrscheinlich nicht so der Fall. Das ist ein schönes Haus dort. Ich benötige auch so einiges. Schön. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Bus. Was ist das eigentlich? Das ist mir schon aufgefallen. Einfach nur ein Tor. Okay. Kann man hier eigentlich irgendwas noch erleben? Oh, wo geht's denn da lang? Gucken wir uns mal genauer an. Ach, aber auch so schön gemütlich hier die Autos, wie man so ein bisschen kennt aus Ortschaften, Dörfchen. Hier sind die Wasserwerke. Und ich krieg ein Zelt. Manche kriegen da so eine Baumschule, ein Wasserwerk und ich krieg ein Zelt. Aber mein Navi spinnt irgendwie, wa? Also ich habe immer das Gefühl, was macht mein Navi eigentlich hier? Mein Navi möchte erstmal bis Mutterstadt fahren. Was macht das denn da? Naja. Gut, dann fahren wir halt bis Mutterstadt. Dann fahren wir jetzt nirgendwo an, wie unsere nächste Zeit ist Mutterstadt. Das war so klar gewesen. Fuck! Verstehe ich trotzdem nicht. Also ich bin jetzt die Linie zurückgefahren. Von Ogersheim, wie es dort ist. Und bin losgefahren. Jetzt zeigt er mir an, ich muss erst in Mutterstadt Süd halten. Weil ich einmal drehen muss. Verstehe ich nicht. Vielleicht war irgendwas Doofes doppelt gemoppelt jetzt. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Who knows, who knows. Was haben wir eigentlich noch? Hier kann man noch irgendwas so entdecken. Guck mal, hier kann man immer rechts rausfahren. Du wirst ja wieder zur Autobahn gehen. Ich finde es auch schön, dass jetzt Pascal so viel Autobahnanbindung hier hat. Also die könnte man rein durch diese Leiter benutzen, wenn man möchte. Führt in den meisten Fällen halt nicht weit, aber allein die Grundidee ist halt gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, ey, ist doof, ist keine Ahnung, warum mein Navi die Mutterstadt anzeigt oder so. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Eieieiei, alles gut. Also wenn ich irgendwo meine Ausbildung zum Busfahrer machen sollte, Quereinsteiger brauchen sie ja immer. Das wird, glaube ich, eine richtig lustige Sache. Für das Busunternehmen, für den Ausbilder, für die Fahrgäste, für die gesamte Welt. Ich würde sagen, wir brettern einfach jetzt bis Mutterstadt Süd, oder? Das ist einfach schon mal 35 Minuten zu spät. Ach, guck mal, hier sind wir ja schon. Wir fahren ja bis Limburg Bahnhof. So, hier ist die Karte.
Nordheim, schießen wir einmal durch? Da müssen wir... Da, wo will er mich denn hinführen? Da ist Mutterstadt Süd. Ich hab keine Ahnung. Schießen wir einfach da durch. Du! Mein Ausbilder hat immer gesagt, das, was auf dem Navi steht, das ist Gesetz. Selbst wenn ich dich anfunken sollte und sage, Junge, wo fährst du hin? Du bist gerade Geisterfahrer. Dann sagt, ich, mein Navi hat dir gesagt. Dann sagt er, okay. Ja, die können doch da lange warten, die Fahrgäste. So. Alles gut. Alles für die Pünktlichkeit. Ich bin aber heute voll durch die Irre. Ob hier überholen gut ist, ich weiß es nicht. Ich probiere es aber aus. Ja, gar kein Problem. Hier vorne links. Einmal hier reingeschossen. Ja, das war ein Pärchen auf dem Tandemrad gewesen. Die Alka war richtig bei dir genommen. Fernseher, aber auch Tandemrad. Ist ja für mich aber auch eine Erfindung. Dadurch wird die Beziehung auch nicht besser. Ja. Okay, wir müssen nach vorne einmal drehen. Ich weiß nicht, wo es danach hingeht. Ja. Also einmal hier rum. Rum. Kein Shit mit dem, aber ja, jetzt sitzen wir die BMW-Fahrer. Ich liebe sie einfach. Erst Reißverschluss aufmachen und dann bleibt er doch irgendwie liegen, wa? So, ich hab keine Ahnung. Leute. Puh, okay. So, mal gucken, wo es jetzt lang geht. Mutterstadt, Schifferstadter Straße. Ja, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Weiß jetzt nicht, wo die aus Ogersheim, die jetzt zugestiegen sind bei der Erstheitestelle, hinwollen, aber, scheiße. Aber die werden auf alle Fälle jetzt einen weiten Weg vor sich haben. Hoffentlich sind ihre Kopfhörer aufgeladen. Sowieso so ein Ding war mit den Bluetooth-Kopfhörern eigentlich voll eine geile Sache, aber eigentlich musst du immer daran denken, jetzt hast du noch ein Gerät, das von Akku abhängig ist. Und wenn das mal leer ist, dann hast du die Arschkarte. Na gut. Einmal hier rum. So. Gut. Aber ey, Freunde, ich würde mal sagen... Scheiße. Die Versicherung haltet schon irgendwie. Ich glaube, hier ist irgendwas schief gelaufen. Hier steigt keiner mehr dazu, keiner mehr ein. Ich bin eigentlich jetzt total richtig. Aber zumindest haben wir uns mal noch ein bisschen dieses Teilstück in Ogersheim angeschaut. Auch mit dem McDonald's zusammen. Ich freue mich auf alle Fälle. Ich hatte schon Pascal gefragt, wenn... Ah, warte mal. Warte. Leider nicht, nee. Ja, ey, da ist eine Lücke. Kann aber auch sich beschissen anstellen. Man kann auch sagen, ich bin doof heute. Ich hatte Pascal schon gefragt, ob man mir noch schnell Nachrichten geben kann, an was er gerade so aktuell arbeitet. Leider gab es da jetzt keine Information. Jetzt muss man hier kurz mal aufpassen. Aber vielleicht mal in der nächsten Folge. Freunde, das war's gewesen. Eigentlich eine witzige, spritzige Folge. Ich hab mein McFlurry-Eis bekommen. Wie gesagt, ich will euch jetzt nicht animieren dazu, bei McDonald's zu bestellen oder zu kaufen, aber probiert gerne mal diesen McFlurry Oreo Eisgedöns mit Schoko und ja, Hammer. Geil. So, hier steigt wirklich keiner mehr hinzu. Ich hab die Gesellschaft rund um Ludwigshafen irgendwie jetzt gerade pleite gemacht. Alle fahren sie mir jetzt, glaube ich, hinterher, wollen irgendwie meine Linie ersetzen, weil ich da jetzt eine riesen klaffende Lücke hinterlassen habe. Und kein Fahrgast fährt quasi jetzt mit dem Bus. Naja, ist halt so, wie es ist. Können wir noch eine Abkürzung fahren? Ja, du. Wir können da vorne mal rechts abbiegen. Nächste Haltestelle, Mutterstadt, Blockfeld-Schnauze. Naja, hier nimmt der nächste Busfahrer. So. Immer hier rum.
Ja, das war wieder so klar gewesen. Warum? Da war eine unsichtbare Mauer. Schade. Gut, Freunde, ich würde sagen, war trotzdem eine witzige Folge gewesen. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Sebastian, schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare. Und wir gucken mal ganz spontan, was es gerade aktuell auch bei den Mods so ein bisschen gibt. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich gehe gerne in der nächsten Folge darauf ein. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.